Servus, Lan und Vetaro hier. In diesem Spiel schlage ich euch den neuen Champion Queen and Valor vor. Queen heißt die nette Dame. Man sieht jetzt leider noch nicht das Splash, die Splash Art, das Image, Placeholder Image steht da nur. Das heißt, ihr seht sie dann nur in-game eben. Ist noch ganz, ganz frisch vom Public Beta Environment. Und warum heißt sie Queen and Valor? Naja, der Rabe oder die Krähe, der Falke, man weiß nicht genau, was das jetzt für ein Vogel ist. Der Vogel heißt nämlich so. Und ich spiele sie eigentlich top. Aber das ging irgendwie nicht. Ich habe top geschrieben, habe Queen gepickt. Die Leute haben das nicht verstanden irgendwie. Deswegen spiele ich sie jetzt anscheinend AD Carry. Ich glaube, der Garen hat das nicht ganz mitbekommen, warum ich da jetzt irgendwie da top spiele mit der. Das heißt, mal schauen. Okay, ich spiele es gegen Grace. Das heißt, der hat keinen Range-Vorteil. Denn meine Auto-Attack-Range ist genau gleich groß wie die von Graves. Nämlich 525, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. So circa. Wird sich herausstellen, wie da irgendwie jetzt einer einen Vorteil hat oder nicht. Ist ja, wie gesagt, noch ganz frisch. Das heißt, ja, werden wir noch sehen. Auch im gegnerischen Team gibt es eine Queen. Ich glaube, das ist jetzt standardmäßig so. In jedem Game, was irgendwie irgendwo gestartet wird auf dem Public Beta Environment, gibt es irgendwo Queen. Ist aber kein Problem. Das einzige Problem ist der Ping, den wir hier haben. Ihr seht da, dass da durchwegs durch die Bank, quer durch die Bank, die Leute einen relativ hohen Ping haben. Ist so, weil der Server, der Testrealm, nicht in Europa, sondern leider in Nordamerika steht. Das ist leider tragisch, aber sollte jetzt nicht allzu schlimm sein. Ich meine, wenn ich jetzt verliere, ist das auch total egal. Ich meine, hier geht es ja um nichts. Ich meine, einfach nur mal so im normalen Game das zeigen, ein bisschen Gameplay zeigen, wie das normal so aussehen könnte. AD Carry ist normal nicht meine Rolle, aber ja, sollte es nicht allzu tragisch sein. Also ein bisschen Last-Hitten werde ich schon schaffen, vor allem durch das nette Passiv, was ich da habe. Und bin schon gespannt. Habe ja hier ein lustiges Team. In der Midlane ist nämlich bei mir der Jarvan. Und Jungle V, Nidalee ist mein Support. Also das ist kein Standard-Team, möchte ich mal da sagen. Gegner hat auch relativ lustiges Setup. Kennen sehe ich da Graves, Quinn, Darius und Volibear. Also das wird sehr, sehr lustig. Ja, fangen wir mal an. Standardmäßig AD Carry. Puh, soll ich jetzt wirklich ganz standardmäßig anfangen oder nicht? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich fange fast an mit Longsword und zwei Pots. Kann nicht schlecht sein. Aber trotzdem. Damit der Garen sich nicht irgendwie auf den Schlips getreten fühlt, weil der hat irgendwie das nicht mitbekommen. Soll er halt top gehen? Ich meine, ist ja jetzt nicht so schlimm. Ich bin jetzt nicht so, dass ich sag, ja, wie kannst du das machen, Alter? Reported! So bin ich nicht. Und da ich mit dem ja auch theoretisch AD Carry spielen könnte, gehe ich mal einfach auf die Botlane. Jetzt, ob das wirklich auch so eine gute Idee ist, ist halt eine andere Frage. Aber ja, schauen wir mal, was wir da reißen. Ich gehe mal kurz über die Fähigkeiten drüber, wer das nicht kennt. Ich habe schon ein kurzes Preview gemacht. Bei dem Passiv ist so, dass mein Vogel ein Ziel markiert, das kann ich nicht aussuchen, das macht er gewissermaßen zufällig. Ja, da fliegt eben der Vogel dann hin, das wird dann markiert, das sehe ich dann, das leuchtet dann nämlich so das Ziel, kann jetzt eine Vasalle sein oder kann auch ein gegnerischer Champion sein. Und dann mache ich, wenn ich den angreife, Bonus Schaden. Zusätzlich, wenn ich meinen W gelernt habe und ich so ein Ziel treffe, was markiert ist, dann bekomme ich noch Bonus Angriffstempo. Was machen die da? Die pingen da wild herum, oh mein Gott, das ist halt gerade neu auf dem PBE. Was noch neu ist zum Beispiel, ist das Replay-System, das ist in der Alpha jetzt mittlerweile, glaube ich. Warum hat er nur 4 Pots? Was geht? Hat er mehr Wards gekauft und irgendwo gesetzt? Nee, komisch. Naja, jedenfalls, das Q ist eine Ability, die ich in einer Linie quasi caste und dann werden die Leute, die ich damit treffe, geblendet. Mit dem E verlangsame ich Gegner und springe so hin zu ihnen, mach Schaden und springe dann auch wieder weg. Das ist sehr, sehr interessant. Weiß gar nicht, was ich jetzt als erstes nehmen soll. Oh, da will er sich da den gegnerischen AD-Carry angreifen, aber das mache ich jetzt noch nicht. Mal ein bisschen Last-Hitten. Bisschen Last-Hitten ist nicht schlecht. Und wir haben keine Wards, das ist schon mal nicht schlecht. Ah, nein, Spaß. Das ist eigentlich sehr schlecht. Ich würde sagen,
Ich würde sagen, fangen wir mal mit Q an. Das ist sicher nicht verkehrt. Der tut da schön seinen Mana rausballern, das macht mir nichts. Ah, der macht aber schon ordentlich Schaden. Den Lasset habe ich nicht bekommen. Wow, der hat mich umgenukt. Das war ein bisschen schlecht auskalkuliert von meiner Seite. Ich würde sagen, ein Ward kann nicht schaden. Damit habe ich nicht gerechnet. Spiel den Champion nebenbei gesagt zum zweiten Mal, aber noch nicht gegen echte Gegner gespielt. Der musste gegen zwei Leute lehnen, haben die keinen Jungler? Ah, das ist mir gar nicht aufgefallen vorher. Naja, vielleicht hilft es ja dann was, wenn da unser Jungler kommt. Bin auch immer Level 1, oh je. Und der war schon Level 3. Alter, wie viel Schaden der macht. Oh, daneben. Ah je, das hat nicht so funktioniert vorher. Ich habe jetzt einen Ward, den könnte ich jetzt da oben hinpflanzen. Oh. Aber ich weiß nicht. Ah, ganz knapp, den lasst ihr nicht bekommen. Hat der jetzt einen Ward? Ja, hat sogar einen Ward. Das freut mich ja sogar. So, da. Das macht sogar das Last-Hit ein bisschen leichter, der nette Falke. So, und jetzt machen wir mal da ordentlich Schaden drauf. Aber der hat so viel Burst-Damage, der Graves. So, oder? Da oben rennt der Volibear Amok derweil. Naja, dann tu mal weiter farmen. Kriegen die halt keine Last, jetzt kriegen die keine EP, das stört mich nicht. Das ist sehr, sehr gut für mich. So, der ist derweil zurück. So, ein bisschen die Lane pushen. Ah ja, das ist sich nicht ganz ausgegangen. So. Ah, und schon wieder nicht bekommen, den Last Hit. Naja. So, kaufen wir uns das Vampiric Scepter. Und dann noch ein paar Pots. Was hat sich da Schönes gekauft? Auch dasselbe, nur auch noch ein Dorian's Blade dazu. Ja, der wird ein bisschen stärker sein als ich. Er sieht, wie sie ist, der hat auch den Kill bekommen. Naja, was soll's. Aber ansonsten ist es sehr interessant, der Champion, die liebe Queen. Gibt leider noch keine deutschen Emotes, das heißt, wenn ich da jetzt so drüber fahre, es wird auch alles in Englisch. Ich habe den Client auf Englisch gestellt. Und ja, was noch interessant ist, ist das Ultimate. Auf Level 6 natürlich, wie immer. Dann verlasse ich kurz das Schlachtfeld und mein Vogel löst mich ab. Dann bin ich ein Nahkämpfer quasi, ich kontrolliere den Vogel da. Und ah, yeah. Oh, lass dich nicht nuken. Ah je. So, ein bisschen. Ja, Last Hits gehen. Ah nein, das war jetzt nicht gut. So, krieg ich den. Den kriege ich. Auch nicht genug Attack Speed, dass ich da irgendwie. So. Ah, da oben kommt wer. Okay. Da kommt unser Jungler, aber. Wird das reichen? Die ist ja nicht mal Level 6. Passt da besser auf. Ah, nicht mal den Last Hit bekommen.
Und da auch nichts. Die pingen da alle so schön, aber das bringt mir auch nicht viel. Ist der Graves noch da? Oder ist der jetzt back? Oh, der ist sogar noch da! Ah, ich bin ja echt schlecht gerade mit dem. Out of Mana! Stirb doch! Ich hab leider kein Dings. What? So. Ich mache irgendwie nichts allzu viel Schaden noch. Aber jetzt kann ich derweil die Lane pushen. So. Geht sich das aus? Kann ich jetzt weg? I don't wanna die. So, müsste ich aber ausgehen. Was kaufen wir uns da? Vielleicht die Boots und ein... Die zucken da laut mit den Pings, ich weiß nicht, was da los ist. Tut mir leid, tut mir leid. So, dann noch zwei Pots. Da ist der Turret schon dann, weil da drei Leute top sind. Soll ich da mal vielleicht top gehen? Ich weiß nicht. Na, es sind wieder zwei Bot, der kann da nicht allein das machen, glaube ich, die Nidalee. Hier sind eine Support-Nidalee. Tötet's den, hallo! Irgendwie hat das nicht ganz mitbekommen. Nicht ganz. Da oben ist der Wolibär. Tötet ihn! Alter, dieses dumme Ding! Jetzt weg! No, don't kill me! Nein, ich bin tot! Der Wolibär hat mich nochmal weggenuckt. Das war ein bisschen blöd, weil die Nidalee da zuerst alleine gegen zwei reingelaufen ist, obwohl ich dann nach unten beim Tower war. So haben wir noch ein bisschen was verloren. Das war jetzt nicht ideal. Ja, mein Gott, was machst du leicht, Chavan? 6-0 ist er. Ja, das ist schön für ihn, aber trotzdem. Ich glaube, der spielt nicht zum ersten Mal, Chavan. Naja, so, mit sowas muss man rechnen. Dass die Leute da rumflamen. Aber ich meine, schau. Schaut euch den Namen an. Set, Mid or Feed. Theoretisch muss man da gar nichts mehr dazu sagen. Das sagt doch schon alles, oder nicht? Ich meine, jetzt 2-2-0, okay, 53 CS ist jetzt nicht das Beste. Aber auch nicht das Schlechteste. Also der gegnerische Queen zum Beispiel hat zwar einen Death weniger, aber auch weniger CS und von dem her kann ich mich da nicht beschweren. Ich habe leider noch nicht genug Kohle, um mir irgendwas Gescheites zu kaufen. Komm schon, lass ihn nicht weg! Ah je. Der Slow ist in die Hose gegangen. Ja, mach ruhig, ich tue da mal eben Warden. Mit ein bisschen darüber Bescheid wissen. So,
Wieso sind eigentlich ganz jetzt alleine da? Wahrscheinlich, weil der Volibear entweder AFK ist oder. Oh mein Gott. Er wurde total aus dem Häuschen gejuckt. Wahrscheinlich werde ich jetzt nicht wieder zugeflammt, weil ich da irgendwie was falsch gemacht habe oder so. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber das Passiv ist echt nice, muss ich sagen. Aber sonst hat er nicht allzu viel Schaden. Er hat auch keinen Attack Damage oder Attack Speed Steroid. Das heißt, nicht der stärkste AD Carry auf jeden Fall, wenn man so 1 gegen 1 spielt. Zum Beispiel Graves hat er mit seinem Dash, mit seiner E-Ability einen Attack Speed Buff. Und das fehlt mir. Weiter drauf. Der Volibear soll da oben bleiben und keine Ahnung was machen. So. So, da. Ich habe noch nicht genug Kohle für was Gescheites, aber. Bam, 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 bam. Bin jetzt ganz alleine. 1 gegen 1. Ah, gerade noch so getroffen. Voll in die Falle gelaufen. Das war schlecht. Aber was willst du machen? Ich mache irgendwie so wenig Schaden, auch wenn ich jetzt in meine andere Form gehe. Ich mache irgendwie kaum Schaden aus dem Mal, dass ich. Okay, er hat nicht wirklich mehr Items als ich, aber. Mit einem Graves so im Nahkampf zu traden, war jetzt nicht die beste Idee, die ich hier hatte. Da hatte ich schon bessere. Da ist einiges an Farm, aber ich glaube nicht, dass ich das noch bekomme. Ich gehe einfach mal hin. Kann er nicht schaden. Mein Ulti macht auch mehr Schaden. Wenn die Gegner. Wenn der Gegner weniger HP hat, einfach. So. So, da. Ich muss noch ein bisschen farmen für meinen Bloodthirster. Pschiu! Irgendwie kommt mir das Spiel ein bisschen komisch, weil so ob immer irgendwer fehlen würde, ich weiß nicht. Ich meine, jetzt, okay, man kann jetzt sagen, warum tue ich da so. Sinnlos AFK farmen. Aber das tue ich eigentlich gar nicht. So, denn da oben wartet der Tower auf mich. Und da kommt erstmal ein netter Wort hin. So, Ulti Rang 2. Und beide CS nicht bekommen. Not. Vielleicht ist es auch, dass wir den Turret bekommen, aber so, wenn ich weglaufen wollen würde. So, den Turret habe ich immerhin. Ja, ja, ich sehe schon. Ich sehe schon, keine Sorge. Bloodthirster geht sich aus, wie was hat der so? Ja, der ist auch am Weg zum Bloodthirster. Ist der gestorben vorher? Ah, okay, 14-1 hat der. Ja, keine Ahnung, gegen wen der spielt eigentlich. Wer war da in der Midlane vorhin? Bam, aber der arme Wie
Oder weil die verreckt da gerade alleine. Teamplayer! Hallo, geht's doch drauf. Was machen die? Stay alert. Aber okay. Keine Ahnung, was sie da vorhaben. Oh je. Yeah. Ich nehme mal den Blue Buff derweil, ich meine. Wenn mich die das so schön daneben lassen, dann sage ich da nicht nein dazu. Aber so mit Cooldown Reduction auch generell machst du auch nicht zu viel Schaden, ich glaube. Gehen wir da drauf. Geh doch auf die Wii drauf. Ah, nicht auf die Wii. Auf die Queen drauf. Boah, ich bin so schlecht. Erstmal weg hier, weil die nuken mich sonst. Dass ich das gut daneben habe, das war echt schlecht von mir, aber ja, was soll's. Ah, jetzt habe ich das ein bisschen. Du bist geblendet, du kannst keinen Schaden auf mich machen. Bekommen wir den noch? Ich weiß es nicht. Hallo! Ah, die ist weg. Die ist weg, die gegnerische Queen, aber du solltest auch mal weggehen. Das ist ein bisschen sehr gefährlich da. Ja. It's very dangerous for you to be out here. Okay. Irgendwie geht keiner auf die Jungle Creeps. Das stört mich nicht. Ich hol mal halt derweil die CS. Red Buff. Ich geh erstmal da unten und hol mir die Wave. Na okay, die ist eigentlich schon fast weg. Was sollte ich mir sonst noch da bilden, bitte? Static Shift sagen, die ist nicht schlecht. Naja, das ist sicher keine schlechte Idee. Der Bottom Turret könnte ich mir holen, ich weiß nicht, ob sich das ausgeht. Upsa. Tower Diving like a Noob. Ah, den habe ich nicht bekommen, aber das sollte sich ausgehen, der Turret. Dann bekommen wir auch schon einiges an Kohle für Static Shift zum Beispiel. Ich sollte öfter mein W-Ability machen, dann sehe ich nämlich, ob da ein Gegner im Anmarsch ist. So. Und da ist keiner momentan noch. Die verlieren jetzt ein bisschen CS und ich schaue da mal. Face check, like. Oh no. Ah na, der ist weg. Und ich bin auch gleich weg, wenn ich da allein gegen drei Leute kämpfe. Egal wie low der Graves ist, das zahlt sich nicht aus, wenn ich da jetzt reinspringe und mal den Haxen ausreiße und dann drauf gehe. Aber so guten AOE hat sie nicht, außer das Q, also das heißt Jungle, bin ich nicht überzeugt. Bin ich nicht überzeugt. So. Bam bam. Oh oh, da ist der Volibear. Ja, da kann ich dir echt nicht helfen, wenn du in drei Leute reinrennst. Kill den! Ah, das war schlecht. Da haben zwei Leute nachgeflasht. Ja, pushen wir mal da weiter die Midlane, ne? Okay, aber ich hab echt viel Geld in der Pocket.
Lol, der macht sein Ulti an. Komm, so macht es der noch. Oh, das ist komisch. Bekommt er den nicht? Naja, dann nicht. Dann bekommen wir halt immer in den Turret. Lol! Sniped! Nice Poke hat sie aber. Die Queen muss ich schon sagen. Was ist denn da schon wieder los? Dann gehen wir mal da zurück und töten den da. Der wird ja wohl nicht wegkommen, oder? Wo ist er hin? Ist das dein Ernst? Da oben ist er. Alter. Nein, passt doch. Alter! Bin out of Mana, ich kann ja nicht viel machen. Die ist weggeflasht. Na jo. Passt, viel Kohle ist da. Für uns alle. Ich bin weg. You never get me! Sind aber gut am Farmen eigentlich. 156 CS, nicht schlecht. Ich kaufe mir gleich mal Infinity Edge. Ich meine, warum nicht? Haben die schon viel Rüstung? Eigentlich nicht. Aber viel... Die stacken schon wieder so viel. HP, da sehe ich eine Warmox, da sehe ich Giants Belt, da sehe ich einen Giants Belt. Ja, das wird wahrscheinlich ein Blade of the Wind King werden für mich. Obwohl das jetzt nicht so Mainstream ist, aber ja, das ist auch gebufft worden. Da sicher nicht schlecht. Gibt jetzt auch ein bisschen Attack Speed auf dem PB. Das kann nicht verkehrt sein. Aber mal schauen, vielleicht haue ich ja mit Infinity Edge ein bisschen mehr rein. Weil so fehlt mir ein bisschen der Schaden, ehrlich gesagt. Aber vielleicht geht er jetzt ein bisschen mehr. Du. Nachdem ich da am Anfang so gefailt habe. Komm, Volibear. Du Mist jetzt. Komm, alleine sollte ich dich auch so fertig machen. Ja, hey, den habe ich ja eh. Den hätte ich ja eh so gehabt. Bam, ins Gesicht fresse ich dich. Ich fresse dich, mein Guter. Na, da ist keiner drin mehr, glaube ich. Ja. Mein Ult hat mir nicht viel gebracht, aber was soll's. Also jetzt meine ich ja die Schadenskomponente. Was machen die eigentlich? Die tanken den Turret da. Pushen wir einfach mit einmal, würde ich sagen. Also sie geben auf. Ist auch okay. Könnt ihr auch gerne machen. Ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Hat er gar nicht so schlecht funktioniert am Anfang. Okay, der Anfang war sehr, sehr holprig, aber dann mit ein bisschen Farm und so weiter war das schon ganz okay, glaube ich. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.